Mein Name ist Anna Haas und ich habe eine ganz wunderbare Aufgabe hier in der Bayerischen Staatsbibliothek. Ich leite nämlich das Team Schulungen und Führungen. Ich sehe es gern so, dass wir als Schulungs- und Führungsteam eigentlich die Aufgabe haben, die Bibliothek verständlich und nahbar zu machen. Also zu erklären, was es hier eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. Ich bin selber immer wieder ganz begeistert, was es eigentlich alles gibt in der Bibliothek, was die Mitarbeitenden so tagtäglich leisten. Und da ist eben unser Job, das zu vermitteln und verständlich zu machen. Das klassische Bild des Elfenbeinturms mit dem Bibliothekar, der seine Schätze hütet und niemandem in die Hand drückt, das ist einfach überholt. Natürlich haben wir Schätze, natürlich hüten wir die auch. Aber sie sollen ja auch genutzt werden. Sie sollen ja auch gefunden und für die Forschung und das Studium weiterverwendet werden. Und darum machen wir über 250 Veranstaltungen im Jahr mit eben Schulungen hier vor Ort in der Bibliothek, wo wir wirklich ganz nah vermitteln können. Und zum anderen auch ganz viele Online-Kurse, Webinare, wo auch schon mal 400 Leute teilnehmen, in denen dann eben verschiedenste Themen behandelt werden, von Zitieren bis hin zu Handschriften oder Musikrecherche. Also ganz viele verschiedene Themen, auch in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, damit wirklich die Expertinnen und Experten ihr Wissen weitergeben können. Also meine Lieblingsveranstaltungen hier sind eigentlich die sozusagen touristischen Führungen, bei denen wir ganz unterschiedliche Gruppen haben, die hier ins Haus kommen, die vielleicht noch gar nicht so Erfahrungen mit Bibliotheken haben und wir eben eher so über die Geschichte, die Sammlungen sprechen, weniger über die konkrete Benutzung der Bibliothek, weil hier eben so unterschiedliche Fragen dann auch auf uns zukommen, die Gruppen immer sehr interessiert sind und dann teilweise eben auch mal was wissen wollen, was man vielleicht im ersten Moment nicht beantworten kann, wo wir dann nochmal nachrecherchieren dürfen. Zum Beispiel hatte ich mal eine Gruppe, die dann wissen wollte, wie das Haus ursprünglich beheizt worden ist im 19. Jahrhundert. Da musste ich dann auch noch mal nachlesen und konnte eben das nächste Mal, als die Frage kam, sagen, es gab da Öfen im Keller, wo dann mit Rohren die Wärme durchs Haus geleitet wurde. Die überraschendste Information in den Führungen ist eigentlich oft die ganz am Anfang, nämlich was hier eigentlich für Mengen an Literatur, an Medien auf die Leute warten. Also wir sind ja mittlerweile bei über 11 Millionen Bänden, über 38 Millionen Medieneinheiten, die hier gesammelt und aufbewahrt werden und es wächst immer weiter. Und diese schieren Mengen kann man sich kaum vorstellen und hat man vielleicht, wenn man nur am Gebäude vorbeiläuft, gar nicht so auf dem Schirm. In meinem Alltag ist natürlich zum einen das Veranstaltungen geben ein großes Thema, das Moderieren von Schulungen, von Webinaren, von Führungen. Aber natürlich auch die Organisation, die Planung dahinter, also sich auf die Gruppen dann auch vorzubereiten, damit man halt jeder Gruppe auch das bietet, was sie dann weiterbringt, was ihnen dann möglichst hilfreiche Informationen liefert. Und natürlich dann auch mal zu überlegen, wer macht jetzt welche Veranstaltungen, die ganze Organisation dahinter, ist auch mein Job Tag für Tag. Ich bin mittlerweile seit 2017 hier in der Bayerischen Staatsbibliothek. Ich habe das Bibliotheksstudium gemacht an der Hochschule für den öffentlichen Dienst. Das wissen viele gar nicht, dass man das studieren kann. Und habe dabei schon in den Praxissemestern gemerkt, ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Ich erkläre gerne Dinge und das ist was, was ich hier wunderbar umsetzen kann. Darum war ich auch sehr froh, als ich die Stelle hier bekommen habe im Info- und Schulungsteam und bin jetzt seit 7 Jahren dabei. Besonders schön finde ich an meiner Aufgabe eigentlich diese Vielfalt, dass man mit so vielen unterschiedlichen Menschen, so vielen unterschiedlichen Fragen zusammenkommt und zu tun hat und sich immer wieder neu einstellen muss, auch viel Neues selber lernen darf. Diese Flexibilität, die man auch leben muss, das gefällt mir eigentlich am besten.